Die beiden Welser Computertomographen bieten einen Blick ins Innere von Werkstoffen. So können Bauteile dreidimensional vermessen werden, Strukturen erfasst, versteckte Fehler wie etwa Lunker, Risse oder Verunreinigungen detektiert oder Veränderungen während eines Prozesses beobachtet werden. Der große Vorteil dabei, der Werkstoff muss im Gegensatz zu anderen Methoden dazu nicht zerstört werden. Prinzipiell können wir mit unseren Computertomographen sämtliche Materialsysteme charakterisieren, aber um wirklich das Optimum herauszuholen, ist es halt wichtig, dass wir pro Material die Möglichkeiten und Grenzen von unseren CT-Systemen kennen. Also es sind Auflösungen bis zu, sage ich mal, 0,5 Mikrometer Voxelgröße möglich. Dieses erforschte Wissen setzen die Welser Wissenschaftler für die Werkstoffcharakterisierung ein. Konkrete Aufgabenstellungen kommen zum Beispiel von Borealis, TCKT, FACC, FH Salzburg oder von der Lenzing AG. Für Lenzing haben wir zum Beispiel einen Schaum visualisiert. In diesem Schaum befinden sich Zellulosepartikel und es ist eben darum gegangen, dass man die dreidimensional visualisiert und auch charakterisiert. Also der Schaum wird für Matratzen eingesetzt und es ist dann wichtig, dass eben diese Partikel möglichst homogen verteilt sind. Also die Partikel selbst dienen dazu, dass sie während des Schlafens von einem Menschen die Feuchtigkeit aufnehmen, dann speichern und im Laufe des Tages wieder an die Umgebung abgeben. Oft wird der Computertomograph auch dazu eingesetzt, unterschiedliche Fertigungsverfahren zu vergleichen. Vor allem bei glasfaserverstärkten Kunststoffen, wie sie zum Beispiel bei Armaturen im Automobilbau eingesetzt werden, kommt es während des Spritzgussprozesses oft zu einer deutlichen Reduktion der Faserlänge. Damit verfügt das Bauteil nicht mehr über die gewünschten mechanischen Eigenschaften. Anhand der Auswertung der CT-Daten können wichtige Informationen zur Prozess- und Bauteiloptimierung gewonnen werden.